Hallo und herzlich willkommen bei den Online News November. So viele spannende Themen hatten wir noch nie im November. Wir, das sind natürlich Ralf Köhler und Edwina Eitmann. Und wir freuen uns auf Sie, wir freuen uns auf viele Zuschauer und wir freuen uns auf eine neue bei uns, nämlich auf Britt Hagedorn. Und wir haben auch als Angebot des Tages bei Sarah Kern wunderbaren Webpelz. Den dürfen Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Ach, das verrätst ja schon wieder so viel. Na komm, dann verrate ich auch noch was. Na. Nämlich die neue Online-Weihnachtswelt. Die wollen wir Ihnen auch vorstellen. Die startet ja jetzt aktuell im November. Müssen Sie unbedingt mal vorbeischauen und sich die Nase platt drücken. So, und jetzt freue ich mich besonders, denn welcome to the Channel 21 Familie. Britt Hagedorn. Und sie stellt sich am besten mal selber vor. Hallo, mein Name ist Britt Hagedorn. Die meisten von Ihnen, liebe Zuschauer, kennen mich wahrscheinlich noch aus meiner Zeit als Talkshow-Queen. Das war vielleicht eine aufregende Zeit. Überhaupt, Fernsehen ist mir so richtig in Fleisch und Blut übergegangen. Somit war es für mich ein so spannender Umstieg ins Teleshopping. Denn das ist nochmal eine ganz neue Art Fernsehen. Es ist toll, in so eine Familie reinzukommen, die Kunden kennenzulernen, zu sehen, mit welchen Produkten gearbeitet wird. Ich habe mich wirklich in einigem ausprobiert. Mit der Mode hatte ich zu tun, da kommt man ja im Fernsehen sowieso nicht dran vorbei. Aber eins sage ich Ihnen, es gibt wirklich ein Thema, das hat man immer und immer und immer wieder auf dem Tisch. Das ist die Kosmetik. Das ist ganz normal. Wir Moderatoren, wir werden geschminkt. Jeden Tag. Wir schminken uns ab. Jeden Tag. Was meinen Sie, was die Haut da alles leidet? Da habe ich echt überlegt, Mann, das kann doch nicht sein, dass ich hier Woche für Woche mit den teuersten Produkten nach Hause gehe und so viel Geld da zahlen muss, damit ich ein gutes Pflegeprodukt in meiner Hand halte. Und deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich bin losgegangen und habe sie mir gesucht. Die Fachleute, die wirklich Ahnung haben von Kosmetik, ja, von dem ganzen Background, der dahinter steckt. Ich bin zu dem Besten der Besten gegangen, habe angeklopft und gefragt, Mensch Leute, könnt ihr mir helfen? Ich möchte eine Kosmetik, die bezahlbar ist, die perfekt ist, die toll für die Haut ist, die super duftet und die auch noch richtig gut aussieht. Wir haben echt lange gebraucht. Es war ein weiter, weiter Weg und jetzt könnte ich vor Stolz platzen. Denn das ist sie. B-Beauty ist endlich da und ich freue mich so unfassbar doll, denn am 10. November ist es soweit, um 20 Uhr gehe ich endlich on air mit meiner eigenen Linie und da steckt wirklich mein Herzblut drin. Ich kriege Gänsehaut, gucken Sie mal, ich freue mich so doll. Hoffentlich sind Sie mit mir dabei. Bis dahin, alles Gute, Ihre Britt. Die Premiere, liebe Zuschauer, am 10.11. ab 20 Uhr ein Mehr an Pflege mit der sympathischen Britt Hagedorn. Die ist wirklich so sympathisch, wie sie gerade rüberkam. Freuen Sie sich drauf, ein Mehr an Pflege erwartet sie. Alles ganz hochwertig hergestellt und Britt hat es schon gesagt, ihr war auch wichtig, dass der Preis vertretbar ist. Und da freuen Sie sich also wirklich drauf auf das, was da auf Sie zukommt. Ja, wenn wir uns dann schön gepflegt haben, müssen wir uns ja nur noch schick anziehen. Das stimmt. Und sag mal, hättest du gewusst, dass du mit einem Style 3 verschiedene Looks kreieren könntest? Na, das wissen ja spätestens alle die bei unserem Sarah-Kern-Angebot am 17.11. ab 20 Uhr nicht nur ins Fernsehen gucken, sondern auch mal auf unsere Internetseite. Denn da erwartet sie ein Trend und 3 Looks. Das ist eine begleitende Online-Kampagne. Da wollen wir Ihnen dann noch mehr Möglichkeiten zeigen, was Sie eigentlich alles mit der tollen Kleidung von Channel 21 machen können. Schauen wir doch mal rein. Und hier sehen Sie das einfach. Das ist immer wieder ein anderer Style. Und da sehen Sie auch jetzt zum ersten Mal. Deshalb lohnt es sich immer, die Online-News sich unbedingt anzuschauen, was Sie hier für Trends dann sehen, wenn nämlich das Angebot des Tages ist. Und das ist unsere Kim. Mhm. Und die zeigt Ihnen einfach nochmal diese verschiedenen Trends und Styles. Und ich finde, da macht es einfach Spaß, reinzutauchen. Das sieht großartig aus. Ja, und wie gesagt, das können Sie dann online begleitend zum Angebot des Tages. Im TV sehen Sie das Angebot, die Kampagne dann online. Und also ich finde, Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Die allerschönste Freude. Ja, meine Güte, ist denn schon Weihnachten? Weihnachten kommt ja auch immer so plötzlich. Ja, ja, aber online ist unsere Weihnachtswelt schon vertreten und da können Sie dann passend vielleicht noch ein schönes Geschenk dazu kaufen. Für Ihren Mann, weil Sie gönnen sich ja den Webpelz. Ja, unbedingt. Also auf alle Fälle reinschalten bei Sarah Kern mit dem fantastischen Angebot des Tages. Und hier sehen Sie nochmal die Online-Kampagne mit diesen verschiedenen Styles. Und da sehen Sie den Termin. Save the date, kann ich da nur sagen. 17.11. ab 20 Uhr ist es endlich soweit. Und da sehen Sie auch die verschiedenen Styles. Da sollten Sie unbedingt anschalten. So, jetzt geht's aber um die Uhr. Also um die erste Uhr. Um meine erste Uhr. Kannst du dich da eigentlich, oder auch Sie, liebe Zuschauer, erstmal die Frage an Sie. Ja. Ganz kurz,
Können Sie sich noch an Ihre allererste Uhr erinnern, die Sie geschenkt bekommen haben? Vielleicht, die Sie sich auch selbst gekauft haben? Können Sie sich daran erinnern? Ich weiß. Also bin ich jetzt gefragt? Na ja, gut, dann meinetwegen du rein. Ja, da möchte ich unbedingt loswerden. Ich kann mich noch daran erinnern. Soll ich sagen? Na bitte. Die habe ich von meinem Patenonkel zur Kommunion gekriegt, meine erste Uhr. Aber kannst du dich noch daran erinnern? Nicht an deine erste Uhr, auch nicht an deine Kommunion-Konfirmation, aber an deine Lieblingssendung, die du früher mal gerne geguckt hast? Als Kind? Ja. Das war doch hier... Mit Dings Bums, Dings da Bums da. Nee, irgendwas mit Dings. Dings da. Ja, klar. Gibt's doch wieder. Hier bei uns. Ich bin Sophia und bin 6 Jahre alt. Ich bin Lina und ich bin 6 Jahre alt. Sie kann silber aussehen. Sie kann auch Gold aussehen. Sie hat ein Metallarmband. Sie hat ein Lederarmband. Rund. Sie hat Zeiger. Und sie besteht aus Metall. Sie dreht sich im Kreis. Unser Papa hat auch eine Dings da. Ich finde das Dings da von meiner Mama schöner. Man kann Zahlen darauf lesen. Damit man weiß, dass man in die Schule gehen muss. Damit man weiß, dass wann man morgens aufsteht. Man kann eine Dings da auch auf den Wunschzettel schreiben. Wir würden uns eine Dings da auch zu Weihnachten wünschen. Wisst ihr, was wir suchen? Och, sind die goldig gewesen. Ja, so süß, die Kleinen. Da geht einem doch das Herz auf, ach, oder? So und nebenbei niedlich. Haben die Kinder ja was ganz Spannendes beschrieben, nämlich Uhren. Richtig. Und da sind die edlen Armbanduhren. Und um diese Uhren geht es nämlich am 9.11. um 19 und 21 Uhr. Und haben Sie es geraten, dass es um Uhren ging? Naja, auf jeden Fall haben wir die Kinder auch gefragt, beschreibt doch mal Dirk Pfeiffer und Olaf Stanek. Da war aber großes Grübeln angesagt. Aber beide erwarten sie natürlich um 19 und 21 Uhr mit den edlen Armbanduhren am 9.11. Und wer auf Geschenkesuch geht, auf Suche der Geschenke geht, wird sie da garantiert finden. Ja. Unbedingt. Und wenn Sie ganz besonders glänzen möchten an Weihnachten, haben wir eine Idee. Oder Sie brauchen noch etwas für Ihre Liebste, ja? Dann haben wir da auch eine Idee. Da müssten Sie nämlich unbedingt reinschalten. Und da sehen Sie es am 22.11. und 23.11. um 19 und 21 Uhr. Und was haben wir da? Perla Ronda. Da werden wir Ihnen wunderbare, edle Perlenschmuckstücke zeigen. Und da wird garantiert was Glänzendes dabei sein. Oh, ja. Was Glänzendes, was der Mann der Partnerin schenkt oder was sie sich einfach selber mal gönnen. Richtig. Im vorweihnachtlichen Stress und was ihre Augen oder die Partneraugen zum Leuchten bringen wird. Apropos Leuchten, wusstest du eigentlich Perlen? Das hat schon unsere Stilikonin, ich habe sie ja so verehrt, Jackie Kennedy getragen. Die hatte immer Perlen und die sah immer super aus, die ja. First Lady. Stimmt. Haben Sie sich notiert? 23.11. und 22. und 23.11. Da geht's dann los mit Perla Ronda. Ja, und jetzt geht es los, wenn Sie nämlich weiter glänzen möchten und richtig glanzvoll erstrahlen möchten, dann unbedingt Angebot des Tages Just Brilliant mit unserem Sonnenschein Christian Materne am 27.11. und 28.11., also Dienstag und Mittwoch ab 20 Uhr, 27.11. und 28.11. Und das Fantastische ist hier wirklich, weil er hat eine Gesamtkaratzahl von 4,94 Karat. Wow. Sehr, sehr edel. Ich darf den Preis noch nicht verraten. Der ist wahnsinnig. Das ist so fantastisch. Also unbedingt vormerken. Moment, tolles Moment. Geschenk. Der Preis ist ja auch gestrichen hier drauf. Mhm. Also der echte Preis, den erfahre ich auch dann erst. Richtig. 27.11. ab 20 Uhr. Ja. Ich nehme Sie jetzt mal mit. Ich nehme Sie jetzt mal mit auf die Reise in unsere große Online-Welt. Kennen Sie eigentlich Channel 21 so wirklich alle Nebenstraßen, alle Gänge, die wir hier für Sie eingebaut haben? Sie sehen ja gerade die Online-News. Ich nehme Sie aber jetzt mal mit in unsere wunderschöne Weihnachtswelt. Kommen Sie mal mit. Ja, jetzt kann Weihnachten kommen, weil in der Weihnachtswelt, da werde ich ja richtig verzaubert. Da kriege ich ja Geschenke geboten, da kriege ich für mich selber was Schönes.
Ach, das ist so wie früher. Weihnachten, das hieß ja immer Vorfreude. Weihnachten hieß ja immer Nase platt drücken an den Schaufenstern. Und das mache ich jetzt auch mal hier. Ich drücke mir mal die Nase platt auf der Seite. Styling zum Fest, Geschenke für Sie, Geschenke für ihn. Oh, eine tolle Uhr. Die könnte ich mir eigentlich mal wieder auf den Weihnachtswunschzettel schreiben. Geschenke unter 30 Euro? Boah, das ist ja super. Da kann ich ja viel mehr Geschenke kaufen als sonst. Aber ganz spannend ist doch auch, wenn Sie alles erledigt haben, gebacken haben, Vorbereitungen getroffen haben, dann sind Sie dran mit dem Styling zum Fest. Gucken wir mal rein. Und da kaufen Sie sich vielleicht ein schönes Outfit für die Weihnachtsfeier, für den Weihnachtsabend, aber auch für die Tage dazwischen, für Silvester und überhaupt gönnen Sie sich doch mal wieder was. Channel 21 hat natürlich vor Weihnachten noch eine größere Auswahl als sonst. Also einfach mal reinklicken in die Weihnachtswelt. Und wenn Sie sagen, ja, was nehme ich denn, was nehme ich denn, bummeln Sie ganz in Ruhe, entfliehen Sie dem Alltag in unserer wunderbaren Weihnachtswelt auf channel21.de. Bleibt die Frage, was zieht Edwina an Weihnachten an? Frage ich sie. Edwina, ich komme! Das verrate ich dir doch nicht, Ralf. Aber Ihnen, liebe Zuschauer, verrate ich das natürlich. Psst, später. Also unbedingt bei Channel 21 reinschalten, da werde ich es verraten. Naja, und während der ein oder andere vielleicht Fernsehen guckt, ist diese Sendung jetzt schon wieder vorbei. Aber jetzt heißt es bloß nicht die Seite verlassen. Denn wollen wir uns nicht verabreden, gleich in der Online-Weihnachtswelt? Da können wir ja ab jetzt schon wunderbar shoppen. Also, ich bleib hier. In der Weihnachtsbäckerei wollte ich gerade singen, aber wie können wir das umdichten? Moment. In der Online-Weihnachtswelt, da gibt's einen kleinen Held. Lalalalala. Gut, das singen wir auch schon mal besser. Egal. Liebe Zuschauer, unbedingt hier dranbleiben bei der Weihnachts-Online-Welt. Bis dahin, machen Sie es gut. Bei der Weihnachts-Online-Welt. Also, du kannst ja wirklich alles. Ne?